Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ich bin gerade mal eben auf dem Weg und hol den IRC ab, der war zum TÜV. Hat auch bestanden, nur kleine Mängel, da fehlten irgendwie ein, zwei Reflektoren. Das hatte ich auch auf dem Zettel, wir hatten die sogar bestellt, glaube ich, oder wollten die bestellen, aber die kamen nicht mehr rechtzeitig an. Aber ja, ist beim ersten Anlauf gleich rübergekommen, auch keine Nachprüfung erforderlich. Ja, sehr schön, so wie es sein soll. Den hole ich jetzt eben ab und dann baue ich gleich das Mähwerk ran und dann kann ich schon gleich los zum Mähen. Halleluja! 6,24, da muss er erst wieder hin. Was er mit dem Reflektor meinte, war wahrscheinlich der hier. Das wusste ich aber, wie gesagt, schon vorher. Da ist irgendwie das Glas rausgefallen. So sieht er normalerweise aus. Ja, ich weiß nicht, ob er auch noch wollte, dass hier welche reinkommen, aber da waren noch nie welche dran. Ja, eigentlich nur der hier, den ich wüsste, was gemacht werden müsste. Ja, ansonsten tipptopp. Wir hatten hier noch vorher eine neue Feder reingesetzt. Der war nicht mehr ganz so schön, weil die Feder da rausgeflogen war, irgendwie zwei, drei Tage vorher. Wir hatten aber zum Glück noch eine passende in der Werkstatt. Ja, das ist neu gekommen. Ansonsten haben wir eigentlich ja, eine Lampe noch ausgetauscht und sonst war eigentlich nichts. Einmal noch Sicherung ein bisschen sauber gemacht, dass sie mehr Kontakt haben, aber sonst, wie gesagt, war da eigentlich nichts dran. Ja, sehr schön, dann kann er gleich schon zum Mähen. Ich tanke den gleich mal eben, weil ich den normalerweise jetzt mal auslitern will beim Mähen, damit ich ein bisschen rechnen kann, wie viel der pro Hektar beim Mähen verbraucht an Sprit. Ja, dann kann ich ein bisschen mehr rechnen, vielleicht muss ich dann Preise anpassen. Deswegen will ich das beim Mähen mal eben auslitern dann. So, und Abflug. IRC ist bereit, Frontlader hatte ich gestern schon abgebaut. Frischen TÜV, Mähwerk, frisch aus Wartung quasi. Ich hab Bock, kann losgehen. Flächen habe ich gerade schon mal eben abgefahren, welche ich abmähen möchte. Ich denke mal, das sind so, ich habe noch nicht ganz genau nachgerechnet, aber irgendwie so knapp um die 8 Hektar, glaube ich. Ja, die sollen sowieso zu Heusilage, also Heulage, die sollen eingewickelt werden. So ist der Plan. Deswegen, ich hatte Yannick jetzt schon Bescheid gesagt, dass er Sonntag zum Pressen kommt. Heute haben wir Donnerstagabend, genau. Sonntag eigentlich pressen und wickeln, so ist der Plan. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Eine Wetterberichtszeit, ab und zu noch mal ein bisschen Regen, aber eigentlich nur spät abends oder früh morgens. Das sollte eigentlich nichts machen und der andere Wetterberichtszeit eigentlich immer trocken. Ja, irgendwann muss man ja mal anfangen, ne? Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Na, wo ist er? Da. Und ab geht die Luzi. Leise. Geht los, erste Fläche, also ist eigentlich ordentlicher Bestand drauf. Wir können gleich mal gucken, hier vorne sind ein bisschen Ampfer, aber das geht noch. Das Wichtige war eigentlich, dass sie noch nicht in Saat ist, deswegen mache ich die Fläche jetzt auch mit als erstes. Ja, dass der nicht weiter aussieht, ne? Also hier ist noch nichts drin in den Samenständen zum Glück, deswegen kommt der gleich mit runter, dass er nicht aussieht. Ja, vor allem jetzt beim Mähen und so, wenn man kein Radio hat, Kopfhörer natürlich optimal, ne? Ja, das war nichts von Trecker und schon Musik auf Ohren. Playlist optimal. Die findet ihr übrigens auch in der Beschreibung, die habe ich gleich auf meiner Amazon. So, ich stelle mir gleich mal eben ein und dann melde ich mich mal eben. Dann muss ich eben ganz fahren. Ein Stück geht nämlich nur bis hier, der Rest ist noch Nachbarstück und ja, ich habe von da bis da quasi und dann immer die guten. So, ein paar Runden schon mal rum, also ist eine ganz gute Matte drauf, läuft soweit auch. Ich habe das Mähwerk jetzt einigermaßen hochgestellt, dass der Stapel relativ lang bleibt. Weil im Moor ist ja sowieso immer so eine Sache, da ist das nicht immer ganz eben und ja. Lieber ein bisschen länger mähen, Fläche habe ich dies ja sowieso genug. Ja, dann wechselt erstmal schneller nach und weniger Förderverschmutzung und so, hat nur Vorteile. Ja, die Fläche habe ich dies ja das erste Mal und das ist immer so eine Sache mit Flächen das erste Mal mähen, ne? Das erste Mal rumfahren. Ja, hier ist ein Graben zwischen.
Da habe ich schon gedacht, oh, hier stehen so viele, wie heißt es denn noch? Schilf, jetzt habe ich den Namen. Da könnte es wohl ein bisschen nasser werden, fährst du mal ein bisschen langsam ran. Ja, da ging die vordere schon so ein bisschen weg. Naja, ich gleich Rückwärtsgang, rückwärts raus. Bisschen mehr freigelassen, einmal so rumgefahren. Die zweite Spur, da bin ich dann ja umgedreht und so gefahren. Ich dachte, ja, da muss das ja gehen normalerweise, da ist ja eigentlich nichts los. Ja, denkst du. Voll weggedrückt, im Moor ist das ja sowieso so eine Sache. Also hier ist nass. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie das federt. Das ist halt Moor. ich dachte, kurz der Träger kippt mir um. Also das Mähwerk war schon in der Luft. Ich habe mich nur festgehalten und weiter, immer weiter. Bloß nicht anhalten. Ja, so durchgekommen zum Glück. Aber hier ein bisschen Abstand halten, das muss ich mir merken. Ja. Weil es ist ja sowieso schon so ein kleines Indiz, wenn hier Schilf steht. Ich meine, hier sind ab und zu mal so eine Büschel drin. Da hinten war auch eine Stelle, da ist ja auch einmal weggedrückt mit dem Hinterreifen. Das ist halt das im Moor, ne? Ich weiß nicht, viele kennen das ja vielleicht gar nicht. Aber das ist immer so eine Sache für sich, dann hier zu arbeiten, auch beim Güllefahren nach und so, muss man aufpassen. So, hier sind halt immer so Schilfstellen mit bei. Naja, aber ansonsten vom Gras her ist das echt schön. Schöner, dichter Bestand, schöne Gräser drin. Normalerweise sollte das gute Qualität werden dann. Ja, wie gesagt, das war der erste kleine Schockmoment hier. Aber ansonsten, hier ist halt wieder fest und 2 Meter weiter ist eine Pampe, da kannst du, ja, dich versenken. Und wenn du erstmal im Moor sitzt oder die Grasnarbe aufreißt im Moor, dann geht das meistens nur in eine Richtung und das ist nicht nach vorne, sondern nach unten. Ja. Naja, das war das, das wollte ich nochmal eben zeigen. Dann mähe ich mal fleißig weiter. Oh, da höre ich schon Bier. Ich komme sofort. So, ich bin jetzt nochmal eben schnell zum Hof gefahren, habe jetzt quasi ausgelitert. Ich habe jetzt eben nachgetankt. Das waren ziemlich genau 10 Liter. So, das Stück hatte 2,5 Hektar. Das wären jetzt ja umgerechnet, hätte ich pro Hektar Mähen 4 Liter Sprit verbraucht. Das ist ja eigentlich relativ wenig. Ich weiß nicht, was so ein großes Mähwerk an Hektar verbraucht. Ja, wahrscheinlich fast sogar weniger, wa? Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, was so ein Schmetterling, wenn ihr falls... Falls ihr so ein Ding zu Hause habt und fahrt, der verbraucht auf dem Hektar. Also ich habe jetzt 4 Liter verbraucht mit 42 PS und 2 Meter Arbeitsbreite. Und zeitlich, wie gesagt, 2,5 Hektar Stück habe ich jetzt knapp 2 Stunden gedauert. Ist aber anmähen mit bei gewesen und hier haben wir eben 2 Minuten schnacken. Also so grob 1,2 Hektar schaffe ich die Stunde. Ja, das sind mal eben die Randinformationen. Damit kann ich dann ja schon ein bisschen rechnen. Das gleiche, denke ich mal, mache ich beim Wenden, beim Schwaden und beim Pressen auch nochmal. Dann kann ich eine Kostenaufstellung machen, dann kann ich das ungefähr zusammenrechnen, was ich haben muss. Die nächste Fläche wird schon langsam düster, aber ich habe zum Glück Arbeitslicht. Bin gerade am Anmähen, ich habe jetzt 2-mal rumgemäht und jetzt fange ich gerade an, die Gruppen frei zu mähen. Beispiel, also da ist eine Gruppe, da habe ich jetzt einmal links quasi rangemäht und einmal rechts. Und in der Mitte, das Gras lasse ich stehen, das sind sowieso nur Bänden, die können da gut rumstehen bleiben, und nicht mit dem Futter. Und dann sieht man auch gleich, wo die Gruppe lang läuft, da kann das eventuell mal nass sein. Und dritter Vorteil, dann habe ich erstmal schon sogar so Beete angelegt quasi, also hier ist die nächste Gruppe nicht mehr, das dazwischen muss ich jetzt alles mähen. Dann hat man schon mal so einen kleinen Fluchtweg quasi für das Wild geschaffen, dass sie ihre Kitze schon mal rausholen können, falls da noch Recken drin sitzen. Eine ist eben rausgelaufen, aber ich habe noch keinen Kitz gesehen, da wo die saß, habe ich schon lange gemäht, da saß aber nichts. Das war anscheinend nur die Recke selber, die er lag. Ja, dann hat man auf jeden Fall so Beete und dann kann ich ja nachher immer so rummähen. So gehe ich zumindest etwa vor, dass man noch ein bisschen was fürs Wild tut, dass das ja, in Ruhe raus kann. Nicht einfach abmähen, sondern man versucht immer von innen nach außen zu mähen. So versuche ich das zu betrachten.
So, weiter damit im Hellen oder halbwegs Hellen, ein bisschen was schaffen. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video erkennt, aber das ist auch so ein Phänomen hier im Moor. Der Nebel, der zieht ganz schnell auf, der kann einfach zukommen. Also eben, die Runde hoch, da war noch nichts und jetzt ist es richtig nebelig. Also innerhalb von, ich sag mal, 5 Stunden, 20 Minuten. Richtig Nebel aufgezogen. Ja, also im Moor ist sowieso immer ein bisschen kühler. Deswegen ist es meistens so beim ersten Stück noch gar nicht so viel runter im Moor, aber im zweiten dann meistens, weil das Moor halt so lange vor uns warm zu werden. Ja, das ist erst früher gar nicht für die Reichung. Die erste Tür ist ja auch noch ein bisschen später da. Ja. So. Das war bei eben so dabei. Zumindest ein schönes Bild, aber ich denke, die Fläche mache ich heute noch fertig. Wenn ich fast noch überlegen habe, ist das sogar reich hier an Fläche, weil die doch einigermaßen die Kraft rausgeht. Muss man gucken, also eigentlich viel waren so irgendwie 50 bis 60 Wickel bei einem Raum hier ungefähr. Ja, ich habe jetzt so 8 Hektar ungefähr vorgeschlagen oder irgendwas passt das hier. Vielleicht reicht mir noch ein bisschen weniger bekommen. Mal. Nächster Tag, jetzt spiele ich den Rest eben ab, da hatte ich gestern ja keine Lust mehr zu nehmen. Also so halb zwei habe ich aufgehört. Ja. Tennis knapp mache ich das fertig, aber ach, scheißegal. Dann kann man das heute Morgen auch nicht machen, jetzt sind wir noch halb Hektar oder so. Ja. Aber es konnte echt so gut. Meine Freunde sind gerade am September, da hinten, die ist schon mal am Benz, das ist der Oktober kommt. Wir haben den kleinen Brenner jetzt erstmal hinter, weil der große noch auseinander ist, aber da bin ich heute schon die Satzwelle für geholt vom Spiel. Der kann dann so wieder zusammen. Nur leider die Fehlbeutel falsch nicht ganz gut, der kann noch nicht mal eben einmal hin. Aber dann kann der auch zusammen, dann kann der große auf jeden Fall auch unter einsetzen. Aber auch, ja. Wenn wir das jetzt eben mal auf dem Fall auseinander kann, dann mit dem kleinen Brenner mal eben. Die letzte ist am Leben, was ich mit dem gemacht, vielleicht auch eine andere Runde. Wenn ich mit dem fertig bin, aber ein leichtes Spiel damit, aber ja, Hauptsache auseinander. So, nächste Fläche eben schnell umsetzen, aber mit dem hydraulischen Oberlenker geht das ja echt an Ast rein, ne? Vor allem zum Einstellen. Jetzt habe ich den ziemlich weit zusammen, dass der Wender hinten schön hochkommt und jetzt zum Einstellen kann es einfach anmachen. Ein bisschen ausfahren, so dass er optimal läuft. Da brauchst du nicht tausendmal runtersteigen, noch zweimal kurbeln, wieder anmachen. Und, ja. Das geht echt schon gut, muss man echt so sagen. Ich will mal ausprobieren, ob das Omni-RC auch geht. Der hat zwar nur ein Steuergerät, aber vielleicht, und normalerweise sollte das ja gehen, wenn man eins einsteckt, einen Anschluss, und den anderen in drucklosen Rücklauf und dann einfach, ja, wenn da hochmachen auf Schwimmstellung, dann müsste der eigentlich ausfahren. Wenn man einfahren will, einfach eigentlich Druck geben. Mal gucken, ob das geht. Naja, ich stelle hier erstmal eben ein und das kämen wir dann hier auch noch eben durch. Aber es trocknet echt ganz gut weg, kann man hier anders sagen. So. Und hier zu Hause habe ich auch noch eben abgemäht. Also hier war auf jeden Fall die dickste Matte drauf, vor allem da hinten, so, wo das immer so ein bisschen feuchter ist. Da war reell Stoff drauf. Naja, also das kehren wir hier auch noch eben auseinander. Und ich denke mal, dann kann der Wender auch ab. Dann kann der normalerweise hinter den IRC. Da brauchen wir ja nicht 6 Zylinder vorblubbern, das reicht ja mit 3. So, ich klappe mal eben auseinander, wenn die Kamera hier irgendwie halten will. Na. Ich kann nichts sagen, der Wender echt hier, ne? Ich war schon mal kurz überlegen, ihn zu verkaufen, aber ja, warum? Lass den laufen, dann kann der IAC da auch mal mit los. Dafür ist er genau richtig. Ja, und so läuft ab und zu mal im Verleih und wie, ja, so wie jetzt, wenn der große Gamma nicht kann, kannst du ihn hinterhängen. Ja, wie gesagt. Und der kehrt halt wirklich schön oder wendet, wie man will. Ja, haben wir die hier auch gleich.
und zwischen Minen und Wänden ist auch noch mal ein bisschen Ballladen dran. Ja, das denke ich. Ja, jetzt eben vom großen Wagen, damit habe ich den hingezogen. Und mit dem 611er eben laden, das geht um die Schöne halt, ne? Weil der IAC hat sowieso ja den Frontlader gerade ab. Von daher bietet sich das ja an. Den Wender habe ich hinten jetzt auch rausgebaut, der soll dann ja nachher sowieso normalerweise daran. Ich hatte eben nochmal Wetterbericht geguckt. Das sieht normalerweise ziemlich vielversprechend aus, dass wir so weiter loslegen können, dass wir morgen, also Sonntag quasi, das, was wir gemäht haben, pressen und wickeln und dann kann das Montag eigentlich gleich weitergehen mit der nächsten Fläche und dann richtig zu Heu. Eigentlich soll das Wetter einigermaßen werden. Mal gucken, wenn das so bleibt, wäre das gut. Gucken wir mal, was das denn wird. Naja. Aber erstmal heute überstehen. Heute ist auch noch ein bisschen stressig. Wir haben es jetzt Sonntagnachmittag, ja, kurz vor zwei. Normalerweise wollen wir jetzt gleich mit dem Pressen loslegen. Yannick müsste so um die Ecke kommen, hoffe ich gleich. Der musste erst eben auf den 70. Geburtstag, sagt er, und dann kommt er her. Schmutz auf Linse. Wir haben jetzt alle Flächen zweimal durchgekehrt. Also Donnerstagabend habe ich ja gemäht, Freitagmorgen den Rest. Und alle Flächen, wie gesagt, insgesamt zweimal durchgewendet. Gestern hatte ich eine Fläche gemacht, die habe ich heute nicht. Und die anderen beiden Flächen hatte ich gestern gar nicht gewendet. Und dafür heute eben einmal. Die eben hinterm Haus jetzt zuletzt. Bei der einen Fläche bin ich mir nicht sicher, ob das gut war, noch durchzukehren. Die war noch, also war schon relativ trocken. Da stand das nicht ganz so dick, das Gras. Das, ja, hätte noch eineinhalb Tage liegen müssen. Dann wäre es richtig Heu gewesen. Ja, wir wollen ja also Heulage machen. Deswegen muss es ja noch ein bisschen Feuchtigkeit haben, das Gras normalerweise. Ja, mal gucken. Ist für mich auch das erste Mal. Normalerweise habe ich, ja, wenn einwickeln lassen hier nur, wenn das nicht richtig Heu geworden ist und das, ja, drohte zu regnen oder so, dann habe ich es eigentlich nur einwickeln lassen, aber das ist jetzt ja mit Absicht ein bisschen feuchter. Ja, also man fühlt ganz bisschen Feuchtigkeit ist da drin. Ich denke mal, das ist gut hier. Ja, ich esse jetzt gleich eben schnell was und dann fange ich an mit Schwaden. Die trockene Fläche mache ich auf jeden Fall jetzt als erstes zusammen und da soll Yannick zum Pressen auch als erstes hin. Ja, ich denke mal hier am Haus. Ich muss gleich mal auf die Uhr gucken. Entweder mache ich doch die hier zuerst zusammen, dass er hier pressen kann. Normalerweise wollen wir die Ballen dahin stapeln, denke ich mal. Also Yannick kommt ja mit der Solo-Presse, aber seht ihr ja auch gleich. Und dann wickeln extra. Und ich will die Ballen eigentlich ja, gleich aufladen nach dem Pressen und hierher fahren und hier auf dem Hof wickeln, nicht auf dem Stück. Da muss man halt nicht so aufpassen beim Transporten wegen der Folie und so. Ja, kannst die Ballen einfach hier stapeln. Dann zum Wickeln und dann wegstapeln, da musst du nicht immer aufpassen, dass die Folie, ja, wie gesagt, beim auf dem Anhänger packen nicht kaputt geht und so und ja, ausprobieren. Ich glaube, das ist so die beste Alternative und sowieso ist mir das eigentlich lieber, dass das ein aufgelöstes Verfahren ist, vor allen Dingen für die Flächen im Moor. Ich hatte schon mal eine Presswickelkombi da, letztes Jahr war das, glaube ich, auch im Moor. Ach, das war Grenze, wenn hinten Wickler voll ist und die Presskammer fast voll ist. Da hat die schon Gewicht, dann drückt die ziemlich in die Narbe rein und dann kann das mal sein, dass ein bisschen Erde mit in den Pickup kommt oder so. Deswegen ist mir eine ja, Solo-Presse eigentlich immer lieber. Vor allen Dingen für die Moorstandorte, die ist dann schön leicht und fährt eigentlich besser rüber. Naja, so, wie gesagt, ich esse mal eben und dann mache ich mir eben kurz Gedanken, wo ich zuerst schwade. Aber ich denke mal das trockene Stück und dann ja, vielleicht auch das andere. Ich bin mit dem Schwader sowieso ein bisschen schneller als Yannick. Ich guck mal. Hä? Zu lang Mittag gegessen. Ich wollte gerade den Schwader anbauen, aber Yannick kommt gerade. Naja. Dann können wir zusammen zum ersten Stück fahren. Dann passt das hier auch noch. Ja. Die sind mit einem großen Trecker davor. Mit einem 515 schön. Hat auch Hass. Hat mir auch noch gefallen, das ist gespannt. Ja, guck mir mal. Schwader anbauen und dann Gas. Und auf geht's. Ja. Oh, kommt aber doch ein bisschen was zusammen. Das sieht man ja mal erst beim Schwaden so richtig, wie viel da drauf ist. Ja, beim Mähen und beim Schwaden sieht man das. Wenn das auseinander ist, dann denkt man immer, oh, ist da doch nichts drauf. Aber ja, das werden schon ein paar Beine, denke ich. Ja. Dann ich fühl gleich hinterher. Wieder 30er Ball machen wir jetzt ohne Messer. Ja, und schön hart pressen halt, ne? Die sind sowieso, die behalten wir für uns. Die sollen nachher zum Verfüttern für Pferde sein, wenn die Boxen irgendwann fertig sind. Ja. So sieht das aus.
aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe noch mal eben angefasst, das Gras. Das hat, glaube ich, auch eine gute Feuchtigkeit. Schauen wir mal. Gerne, ich kann jetzt auch ein Feuchtigkeitsmesser drauf. Da können wir gleich mal gucken, was die Fallen haben. So, jetzt weiter am Tech. Ich kann nicht viel erzählen. Da waren eben so viele Gullischächte. Da muss ich mal eben gucken, dass ihr da nicht mehr im Arm hängen seid. Also wir pressen die Fallen jetzt richtig schön fest, weil das ja Heulage wird. Deswegen hat das Rohr hier auch noch ein bisschen Feuchtigkeit, weil das noch etwas nachsilieren soll. Nicht so stark wie bei Silo, aber ja, halt ein bisschen gern tut das trotzdem. Und das geht halt am besten unter Luftabschluss. Und deswegen soll im Ballen so wenig Luft sein wie möglich. Beim Heu mache ich die immer gerne ein bisschen lockerer, dass sie nochmal ein bisschen ausdünsten können und so. Aber bei Heulage jetzt wollen die richtig schön fest sein, dass sie auch, wie gesagt, unter anaeroben Voraussetzungen gehen können. Deswegen hast du den kleinen Unterschied dabei. Aber frisch wird das auf einmal, weiß ich auch nicht. Mit dem war noch schön voll Sonne, aber die ist jetzt irgendwie weg. Da sind irgendwie bewölkt jetzt. Ich meine, gibt keinen Regen, also hoffe ich zumindest. Aber echt abgekühlt irgendwie. Naja, wollen wir gucken, dass wir das alles schön zusammenkriegen und dann bin ich beruhigt. Eigentlich soll das heute Nacht oder morgen früh, glaube ich, schon wieder Regen geben. Also weg muss das in jedem Fall und eingewickelt werden. Das ist zumindest mal Tagesaufgabe. Ich habe was gefunden. Der muss nicht mit in die Presse. Wollte auch nicht, einfach die Schraube weg. Schade. Naja, aber Schraube in der Presse ist immer noch besser als ein ganzer Zinken. Naja, so. Den Halter, den mache ich hier ab. Oder? Ach, nee. Ich will nicht ab, die lasse ich da dran. Komisch. Muss ich noch erstmal gucken, wo der herkommt. Das war schon mal der erste Streich. Da hinten ein paar Schweine hat er noch, aber 45 Ballen schon auf dem Zähler. Und 3 Hektar kommen jetzt noch, wo eigentlich ganz gut Gras drauf ist. Also dann passt das ja ungefähr mit unseren 60 Ballen, mit sogar fast noch mehr. Ja. Feuchtigkeit ist jetzt immer, die trockenste Stelle hatte eben 12% und die feuchteste irgendwie so ein bisschen an der Gruppe an den 40. Also so im Mittel irgendwie 25% oder so, 25 bis 30 maximal. Also für Heulage passt das eigentlich. Aber irgendwie es tröpfelt gerade. Zwar nicht doll, aber was soll das? Irgendwie eine dunkle Wolke, da hinten hört das ja schon wieder auf, aber das hätte sich ja noch mal eben sparen können. Naja, weg muss es jetzt so oder so. So, ich übergebe mal eben, Frau schwadet weiter, Janik ist gleich hinterher. Und ich hole jetzt eben schnell 6 Elfer und Ballenwagen. Und fahr die ersten Ballen zum Hof und dann kommt Pit gleich mit dem Wickler hinterher und dann geht das seinen Gang. Regen ist übrigens auch schon wieder vorbei, sehr gut. Und Sonne kommt. Ah. Pressen ist soweit durch, jetzt nur noch eben zusammenfahren und wickeln. Ja, ich sagte ja, zwischen 50 und 60 Ballen hätte ich gerne. Ja, das sind 110 geworden. Ah, naja. Ein Glück habe ich das andere Stück nicht noch mitgemäht. Und wenn es ja um die, ja, 200 nicht geworden, aber 150 bestimmt. Ah, naja, kurze Tankpause. Und dann geht das gleich weiter. Komm, beim Wickeln sonst mal eben zugucken. Aber ich muss sagen, das sind echt stramme Bubis, ne? Nur einmal mit dem Beinpicker einmal richtig reingefahren bist, dann ist aber Mühe und Not, die wieder runterzukriegen. Die sind echt stramm gepresst, muss ich echt sagen. Aber so soll es ja auch sein. Naja, wie gesagt, ich packe die jetzt alle ein bisschen einzeln und dann will ich die eigentlich beschriften, oder ich das schon erzählt, damit ich weiß, von welcher Fläche welche Ballen sind und ja, auch eben aufschreiben kann, wie viel von welcher Fläche runtergekommen ist. Ja, also das Aufschreiben vor allen Dingen, also von welcher Fläche die sind. Vor allen Dingen, wenn eine Marge besser oder schlechter ist, dann weiß man genau, welche Ballen dann alle zugehören. Merken kannst du dir sowieso nicht. Ja. Janik 3,8er mit dem Wickelgerät. 6 Lagen wickeln wir jetzt gerade. Ja. Und dann kommen die nachher da oder besser gesagt morgen da aufgestapelt.
Ja, nichts zu tun holen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ne? Wir haben jetzt ja, was waren das? 7 Hektar weg ungefähr. Ja, kommen noch 52. Naja, hat man sich ja so ausgesucht, ne? Aber wenn das mit den 60 Ballen hingehauen hätte, wenn wir jetzt schon schön fertig, hätten wir jetzt den Grill anmachen können. Ah, naja. Dann muss ich doch noch 3 Touren fahren, 4 Touren. Ein Stück noch da, wo ich zuerst gefilmt habe beim Schwaden. Ja, das andere hatte ich glaube ich gar nicht auf GoPro. Da fahre ich jetzt eben hin, das andere Stück habe ich jetzt schon weg. Ja. Naja. Vorletzte Tour. Dann ist alles weg. Aber Vorteil an dem großen Anhänger ist echt, beziehungsweise an dem zweiten Anhänger dann, da zieht mich gar nicht. Weil bei dem großen Anhänger die hinterste Achse so weit vorne ist, hier wird immer verlängert, läuft der zweite Anhänger echt schnurgerade hinterher, genau die gleiche Spur wie der erste hat. Also so angenehmes Fahren, auch so kleine Einfahren, da läuft der zweite Anhänger so schön hinterher. Braucht sich auch keine Gedanken machen. Weil, ja, wie gesagt, der hat so einen kleinen Wendekreis an, obwohl das ein großer Anhänger ist. Ich weiß nicht, haben wir das einigermaßen verstanden, was ich wollte? Ich kann das auch gleich nochmal zeigen, wenn es nicht zu dunkel ist. So, letzter Wagen und nur fürs Protokoll, weil ich mal eben schnell wissen, was so ein Ballen wie ich habe den mal eben beim Landhandel hier auf der Waage gelegt, ich zum Glück immer an. 320 Kilo, ja, siehst du, das passt. Mit 300 hatte ich gerechnet, optimal. So, jetzt schnell zum Wickeln hin. Janik ist bestimmt gleich schon fertig mit der letzten Tour. Also mit der vorherigen. Und dann packt ihr die noch eben schnell ein und dann ist Feierabend. Ist auch erst 11:30. Junge, Junge, Junge. Reicht doch wieder. Wird zu alt für den Scheiß. Ja, paar noch. Wie noch? 2, 4, 6, 7. 7 oder 8 noch. Und dann ist Feierabend. Ein Glück, ey. Puh. Zumindest ordentliche Beleuchtung hier. Ja, die von der Fläche, die stellen wir jetzt auf. Ja, dann sehe ich genau, von welcher Fläche was ist. Die aufgestellt ist, die markiere ich. Die Reihen, die hier liegen, sind von der Fläche. Und die anderen, die hinter am Trecker liegen, die sind von der dritten und letzten Fläche. So, auf den letzten Meter. So, das hätten wir schon mal. Ich glaube, das war aber nicht die schlechteste Idee, dass wir die hier auf dem Hof gewickelt haben. Da eben beim Ballen wegfahren auf dem Stück, der erste Greifvogel, das war nämlich schon auf dem Ballen. Da wären dann schon die ersten 3 Löcher drin gewesen. Moment, gleich wird es wieder hell. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Das Einzige ist, ich will hoffen, dass da heute Nacht jetzt... Oh, das war stoppt. Ich will hoffen, dass die Katzen da jetzt heute Nacht irgendwie drauf rumkrabbeln oder so. Da habe ich keinen Bock zu. Deswegen morgen gleich Träger holen, beziehungsweise Greifer holen. Und die schön wegstapeln. Da sollen unten Paletten hin, dann die Ballen. Entweder ein 2er oder 3er Stapel, muss ich mal gucken, wie hoch. Ja, und dann halt nicht entweder normale Silofolie erst rauf und dann Schutznetz oder andersrum oder nur Netz, das muss ich nochmal überlegen. Ja, aber so im Großen und Ganzen Plan. Ja, das soll es aber, glaube ich, auch langsam gewesen sein. Vlog schneide ich heute nicht mehr. Auf TikTok hat ja irgendwie einer kommentiert, wann der nächste Vlog denn kommt, ob das wieder 2 Wochen dauert. Tut mir leid, ne? So wie ein Tag wie heute, es ist jetzt 12:30. Da hatte ich jetzt keinen Lust, mich jetzt noch wieder an den PC zu setzen und 2 Stunden einen Vlog zu schneiden. Ja, ist halt so, ne? Ja, wer meckern will, der muss das vielleicht mal selber gemacht haben, so ein Video zu schneiden und zu drehen. Ja. Aber ist mir auch relativ egal, Video kommt, wann er kommt. Ja, gut, das soll's gewesen sein. Guck gerne sonst noch im Shop vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns frisch und munter, denke ich mal, nächsten Vlog. Ja, genau, im nächsten Vlog. Bis dahin, seht zu. Ciao.